willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Dafür verpasst ihr nämlich keine neuen Videos wie dieses hier. Und dann würde ich sagen, let's go! Psst, Ronja, was denn? Okay, ganz ruhig. Okay, wenn das wieder so ein Ding ist, wo du mir über die Geheimzutat in deinem Milchshake erzählst... Nein, nein, nein. Was denn dann? Ronja, nein, was anderes. Okay, ich höre. Dreh dich nicht um. Was ist denn hinter mir? Oh mein Gott, ist ein kleiner Hund hinter mir? Aber da hinten? Was ist hinter mir? Ein richtig cooler Junge. Okay, ich weiß, worauf das hinausläuft. Du sagst als nächstes, ich soll ihn wieder ansprechen. Und dann sagt er wieder, nee, ich habe keine Lust auf dich. Du bist voll doof, geh mal wieder weg. Und dann sitzen wir wieder traurig hier. Das weiß ich doch. Bitte. Okay, warum sprichst du den denn nicht an? Weil der besser zu dir passt. So langsam habe ich das Gefühl, du machst es nur als Spaß für dich. Und du versuchst gar nicht, mich zu verkuppeln. Schau mal vorsichtig hin. Okay, okay, warte. Wo sitzt der? Am Fenster? Ich glaube nicht, dass der zu mir passt. Guck mal, der hat ja auch dunkle Haare. Der würde viel besser mit dir zusammen aussehen. Nein, der passt zu dir. Okay, dann wünsch mir Glück. Ich gehe hin und spreche ihn einfach an. Okay, mache ich. Aber wenn er wieder Nein sagt. Du schaffst das. Ja, aber wenn er wieder Nein sagt, dann ist es der letzte Junge, den ich jemals anspreche. Haben wir uns da verstanden? Dann nur noch du. Wird er schon nicht. Ja, wir werden sehen. Hi. Ist der Platz noch frei? Was willst du? Ich habe dich nur von drüben gesehen. Ich war mit meiner Freundin hier und ich fand dich eigentlich echt cool. Ach, du bist doch nur ein Kind. Erstmal bin ich älter, als ich aussehe vielleicht. Und wie alt bist du überhaupt? Ich bin 18. Hoppala. Ja gut, dann bist du vielleicht wirklich ein bisschen zu alt für mich. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und der ist 18. Wie kann es denn sein, dass du jedes Mal Leute aussuchst, die Nein sagen oder zu alt sind für mich? 18? Ja, ich weiß. Der ist doch niemals älter als 15. Weißt du, der hat mich angelogen? Ich denke schon. Wow, dann kann er auch einfach sagen, dass er nicht interessiert ist. Dann muss er ja nicht über sein Alter lügen. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut, komm, lass uns gehen. Ich will nicht länger hier sein. Lass uns doch zu mir gehen. Alles klar. So, da wären wir. Hallo, Bruderherz. Oh ja. Hi, Paul. Okay, lass uns hochgehen, oder? Ja, los. Was für eine Enttäuschung heute. Ich habe das Gefühl, entweder die Leute mögen mich einfach nicht oder ich werde wahrscheinlich nie einen Freund haben. Das ist so frustrierend. Ja, das stimmt. Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg. Sag mal, ich habe eine Idee. Okay, lass hören. Wie findest du meinen Bruder? Paul? Ganz nett eigentlich. Wieso? Du könntest doch mit ihm auf ein Date. Warte, was? Aber erstmal sagt er doch nie im Leben Ja dazu und... Andererseits wäre das so cool, dann wären wir quasi Familie. Ja, das wäre so cool, dann wären wir wie Schwestern. Wie cool, das müssen wir machen. Denkst du, das klappt? Wenn wir es richtig machen? Du kannst ihn nicht einfach fragen, oder? Nein. Ja, okay, das wäre auch zu einfach gewesen. Aber was machen wir dann? Wie wär's? Wir schreiben einen Geheimbrief. Ja, 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 das ist eine gute Idee. Wir können einen anonymen Liebesbrief schreiben und dann schieben wir dem unter. Und du kannst sagen, oh, das ist ein Brief angekommen für ihn. Und dann sagen wir ihm, wir sollen uns an einem geheimen Ort treffen. Oh, warte, aber er kennt mich ja sofort. Dann musst du dich verkleiden. Oh mein Gott, ja, ja, ja. Okay, warte, was mag dein Bruder so? Welche Haarfarbe? Schwarz, glaube ich. Und dunkle Kleidung. Ich wusste gar nicht, dass dein Bruder so ein Fan von schwarzen Sachen ist, aber alles klar. Los, wir schreiben den Brief. Okay, okay, hast du irgendwo Papier? Ja, hier. Dann lass uns schreiben, lieber Paul, ich habe dich neulich in der Schule gesehen und ich fand dich echt süß. Wollen wir uns treffen am großen Brunnen in der Stadt? Dienstag um 14 Uhr. Klingt gut. Okay, okay, perfekt. Ich weiß nicht, was man sonst noch so drauf schreibt. Vielleicht sowas wie deine geheime Verehrerin oder so. Dann mache ich denen einen Umschlag. Oh ja, perfekt. Dann ist es viel überzeugender. Los, bringen wir ihn runter. Paul! Was ist denn? Ein Brief? Von wem? Wissen wir nicht. Musst du wahrscheinlich aufmachen. Es steht kein Name drauf. Hier, nimm ihn. Eine Einladung zu einem Date am Brunnen? Oh, das klingt spannend. Ich würde hingehen, wenn ich du wäre. Aber es steht nicht, von wem es ist. Aber ist es nicht umso spannender? Dann kannst du das rausfinden. Also, ich würde gehen. Was ist mit dir? Komm schon, geh doch einfach. Ja, ja, okay, dann gehe ich halt. Oh, cool. Ich meine, ja, viel Spaß. Dann schätze ich mal auf deinem mysteriösen Date, beziehungsweise auf deiner Einladung. Wir... wollten eh jetzt wieder shoppen gehen, oder? Los, Ronja, wir müssen in die Stadt. Okay, man sieht sich, Paul. Ronja, du siehst komplett anders aus. Ja, findest du es gut? Ich fühle mich auch anders. Wie eine neue Person. Okay, okay, okay. Ich glaube, da hinten kommt Paul schon. Dann versteck dich, oder? Ja, ja, ich versteck mich. Okay, stelle ich mich hier cool neben den Brunnen und... Viel Glück. Danke. Hi. Hey, hast du den Brief geschrieben? Ja, das war ich. Hi, cool, dass du gekommen bist. Ich bin Paul. Ja, ich weiß. Ich bin, Melissa. Schön, dich kennenzulernen. Hey, Melissa. Hättest du Lust, zusammen
keine Ahnung, Eis essen zu gehen? Oder wir können auch ins Arcade, wenn du lieber Videospiele spielst. Oh, gerne doch. Okay, das ist direkt da hinten, dann komm mit. Sag mal, eine Frage. Ja, was denn? Wie kommst du drauf, mir einen Brief zu schreiben? Oh, also ich gehe auf die gleiche Schule wie du, aber ich bin, ich glaube, eine Stufe unter dir oder zwei, deswegen, kennst du mich wahrscheinlich gar nicht. Aber ich fand dich immer cool und ich kenne tatsächlich, hab deine Schwester, glaube ich, schon mal gesehen. Die geht auf die gleiche Schule, oder? Oh, cool. Ja, genau. Okay, Videospiele? Lass uns gegeneinander Rennrad fahren und dann können wir schauen, wer besseren Score kriegt. Ich bin echt gut im Motorradrennspielen, also, sei schon mal gewarnt. Okay, gerne. Ich mach dich platt. Ja, das werden wir ja sehen. Okay, auf die Plätze, fertig und los. Okay, ich überhole alle und 7500. Wie viel hast du? 7499. Ha, wusste ich. Ich bin besser im Motorradspielen. Oh Mann, du bist echt gut. Ja, was soll ich sagen? Ich spiele die seit meiner Kindheit schon mit meinem Vater früher. Willst du vielleicht auch was trinken gehen? Oh ja, wir können zum Starbucks. Tja, gehen wir. Okay. Eigentlich ist Paul echt nett und es macht auch Spaß, was zu machen, aber gefühlt mache ich so viel lieber was mit meiner besten Freundin. Irgendwie ist es so langweilig ohne sie. Okay, Paul, ich muss dir was sagen. Was willst du trinken? Ein Erdbeermilchshake. Okay, gern, ich hol dir einen. Dankeschön, das ist echt lieb. Oh, dankeschön. Okay, aber ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe dich angelogen und ich würde dir wirklich gerne die Wahrheit sagen. Du bist auch echt ein netter Kerl und deswegen, you know, fühle ich mich langsam schlecht. Okay, schieß los. Okay, ich heiße gar nicht Melissa. Ich bin in Wirklichkeit Ronja. Ich bin die beste Freundin von deiner Schwester. Wir waren, ich glaube, gestern bei dir zu Hause. Warte, was? Und wir dachten, es wäre vielleicht lustig, wenn ich mich verkleide und wir dir den Brief schreiben. Deswegen haben wir auch gesagt, du sollst unbedingt dich mit dem Mädchen treffen. Aber du siehst ganz anders aus. Oh, ja, warte, was das angeht. So sehe ich eigentlich aus. Ihr habt mich ja richtig geprankt. Ja, sorry. Aber jetzt, wo alles geklärt ist, hast du Lust, mit deiner Schwester zusammen Eis essen zu gehen? Wie cool. Warte, du bist gar nicht sauer? Gerne. Warte, du bist ehrlich nicht sauer? Du findest es lustig? Nein, ich finde es wirklich voll lustig. Okay, dann bist du cooler, als ich dachte. Dann lass uns Eis essen gehen. Ich glaube, deine Schwester müsste noch irgendwo beim Brunnen versteckt sein. Die wollte alles beobachten. Yes, los geht's. Okay. Ganz ehrlich, das war super witzig. Es tut mir noch mal leid, Paul. Wir wollten dich wirklich nicht veralbern. Also ja, wollten wir schon, aber ich wollte nie, dass du ärgerlich bist. Aber es macht voll viel Spaß, auch was zu dritt zu machen. Lass uns das mal öfter machen. Gerne. Ich bin auch dabei. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Ich gehe auf ein Date mit dem Bruder meiner besten Freundin. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe schon mal eine ähnliche Folge gemacht. Die habe ich euch hier oben beim i verlinkt. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, unbedingt anklicken. Und dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.